Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von F1-22 mit dem nächsten Rennen in Belgien, in Spa, ein Klassiker in den Ardennen, na? Bei Regen aber heute mal. Mal schauen, wie es klappen wird. Und wenn es euch gefällt, Daumen da lassen, Abo nicht vergessen, rechts oben die Playlist für die ganze Saison und wir hören uns dann am Ende wieder. Bereits 1925 richtete Spa einen Grand Prix aus. Damals gab es noch gar keine Formel-1-Weltmeisterschaft. Die historische Strecke in den Ardennen ist bei Fahrern und Fans gleichermaßen beliebt. Willkommen also zum Grand Prix von Belgien. Der Circuit des Spa-Francorchamps bedeutet eine 7 Kilometer lange Tour durch die ländliche Gegend der Ardennen und ein Aufeinandertreffen mit insgesamt 19 Kurven, von denen 9 nach rechts und 10 nach links verlaufen. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit liegt hier zwar bei 233 Stundenkilometern, aber wenn das Wetter so bleibt, habe ich keine Hoffnungen, dass wir die heute erleben werden. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Ein Wagen des 9 Teams startet von der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Norris, Hamilton, Charles Leclerc und Sainz. Bottas, Perez, Joe und Alexander Albon. Russell, Fernando Alonso, Sebastian Vettel und Ocon. Latifi, Ricardo, Yuki Tsunoda und Lance Stroll. Mick Schumacher, Gasly, Magnussen und Marino Sato. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen. Doch wenn ich mir das Wetter so ansehe, dann könnte, wie geschmiert, ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Es ist doch etwas feucht, meinst du nicht? Als Fahrer gibt es 3 Dinge, um die man sich bei solchen Bedingungen Sorgen macht. Pfützen auf der Strecke, Reifentemperatur und Sichtverhältnisse. Es ist schwierig, die Distanz zu anderen Autos einzuschätzen, wenn man durch das Spritzwasser der Pirelli-Regenreifen fährt.
heute noch aufhört. Leichter Regen während der ganzen Session. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Noch Benzin für etwa 4 Runden. Thank you.
Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 45,1 Sekunden. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Absolute Spitzenklasse. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Super gemacht. Das war ein schwieriges Rennen auf dieser Kultstrecke, aber sie haben nicht nachgelassen und den Sieg geholt. Was denkst du, Stefan, wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Ich finde, der Titel geht heute an das neue Team. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war mal ein konsequent, zuverlässiges, ohne große Fahrfehler gelungenes Rennen. Am Anfang muss man ein bisschen durchsetzen, ne? Wie immer in der Regel bei der Startphase. Aber dann lief es geschmeidig dahin. Wunderbar, super. Wir haben wieder mal Pole verteidigt. Und ja, ich würde sagen, mir hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, einen Daumen da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in der Saison, wir haben noch einige Rennen vor uns. Dann ein Abo, dann verpasst ihr keine Rennen mehr. Und rechts oben die Playlist. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.